herzlich willkommen in Kapitel 5 Grundrauschen. Kommt jetzt mal wieder was Interessantes an Games, beziehungsweise kannst du jetzt empfehlen. Denno, kommt drauf an, was du gerne spielst. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Ja, noch Das war. Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? geht schon, dankbar. Geht schon. Gab Das doch hört jetzt sich erst mal The Quarry gab an es. dir. Sniper Elite 5 liegt hier noch rum. Nein, ich habe kaum Mario geholfen. Dann Soccer. lieber Formel 1 kommt bald. Caitlin und Ryan. Wer es mag. Du bist bei mir. Das Diablo hilft. Immortal ist erschienen. Am 21. kommt Fall Guys Free to Play für alle Systeme. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Modern Warfare 2 Was ist kommt mit dem irgendwie im Licht? Oktober, ne? Weiß nicht. Schon besser? FIFA 23, Das wird schon wieder. yippie. Denke ich. Ein Airwolf Diablo. Wollen Ah, Sie zum okay. Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Ja gut, dann Wir kommt halten die Lich Stellung. King Classic und irgendwann Dragonflight. Neues Add-on. Geräusche ansprechen. Na klar, wir hören es klopfen. Habt ihr das auch gehört? Psst. Schritte. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Pass bitte auf, es ist vielleicht gefährlich. Nee, Vorsicht. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Die hat jetzt keine Waffe, ne? Ach doch, die hat ja die. Pumpgun. Warum nimmt sie die jetzt über die Schulter? Ja, man kann jetzt wirklich, also die letzten Stunden war so aktives Steuern recht selten, Tatsache, ne? Das stimmt schon. Das fünfte Mal wäre alle zu infizieren. Das ist, wenn eine separate Trophäe da hat, das ist schon ein Wiederspiel mit auf 50 Stunden schon heftig. Echt? Vor allem, wenn du dann wirklich nicht skippen kannst, was ich fast befürchte. Das wäre dann schon ein bisschen heftig. Musste dann halt mit einem Guide durchspielen, muss jeder wissen, ob er dazu Bock hat. Oder eben die Zeit auch, ne? Nein, da kommt ja der. Call of Duty kommt Ende Oktober, genau. Ich hab nach rechts gemacht. Jetzt sag mir nicht, dass es wieder. Ich hab aber jetzt gerührt. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber. Scheiße. Was? Mann, ich hab doch richtig gedrückt. Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach noch mal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick, was Ja, hast du musst auf gesagt? jeden Fall mit dem Guide machen, das stimmt. Sorg dich nicht um Kathleen, ich schütte dir mein Herz aus. Genau. Ich Hey, finde dich sehr sympathisch, auch wenn ich FIFA schütte nicht dir meins gerade ist, mein schaue ich Herz trotzdem mal aus. rein. Danno, danke schön Nick, es fürs tut mir leid, können Kompliment. wir das später klären? Ich habe wirklich Angst und ich. Kein guter Zeitpunkt.
Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass wohl mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mir passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mir passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, Marcel, glaub schon. Moin. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Nee, der hat doch eine Sniper, ne? Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Rennen. Ey, ich hab doch Rennen gemacht. Der ist gar nicht böse, oder? Oh, hab dich. Ist nur ein bisschen dumm. Smashen, smashen, smashen. Als ob er ihn erwürgt. Was? Mit einer Hand? Niemals. Was ich selber schocken. Es ist halt mein Olympia-gestählter Button-Smash-Daumen. Er nimmt die Waffen mit? Oh. Im Radiospiel gibt es also echte Technik. Ich dachte, das reicht nur für deine Morgenmusik. Oh ja, ja. Daniel, das danke Ding fürs Follow. Echter Radiosender genutzt. Na, Lieblingsstalker. Das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp? Oh, ich darf selber steuern ich mal wieder. DJ oder Musik oder so. Oh, ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Quantenphysik. Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? So würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den Blasierten. Die quatschen jetzt bald so viel wie Emma. Kein gutes du den Zeichen. Blasierten denn? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Kann man den weißen Chat hintergrundfarblich ändern? Hast du Dark Mode? Meinst Dark Mode, Marcel? Am Handy? Ja. Einfach oben auf Settings. Dark Mode ist ganz wichtig bei Twitch.
Also finde ich jedenfalls. Das ist immer Geschmackssache, aber ich finde, der Dark Mode bei Twitch sieht schon echt gut aus. Sonst ist gerade abends, also nicht so angenehm. Zeit zum Sterben. Meinst du? Ich weiß nicht. Bei denen bin ich so ein bisschen leidenschaftslos. Erst dachte ich immer, Trent ist so der Coole, weil er irgendwie mit Mr. H, mit Mr. Ich sag, ich doch gesehen, dass hier was liegt. Tom Schlau. Mit dem Daktari Man. Brief an Krankenschwester. Chris Hackett hat die Camp-Krankenschwester aufgefordert, das Camp einen Tag früher zu verlassen. Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Dylan und Ryan, bye bye, auf zu Emma. Am Handy, Marcel? Hast du ihn echt nicht an? Oh Gott. Du wirst geflasht sein, wie toll das aussieht. Hilf ihm mal. Ich denke mal bei Optionen. Tom, stopp. Spoiler auf den Tisch nehmen. Hier müsste ein Tau liegen. Auf dem Tisch? Auf dem Tisch? Welcher Tisch? Ist ein Tisch. Backseat Gaming. Aber gut, ich habe keinen Tag, dass es verboten ist. Also insofern. Hey, hätte ich auch so gefunden. Ganz easy. Wo ist der andere denn jetzt hin? Jetzt habe ich den Weg. Ach, da ist er ja. Wo wollen wir jetzt hin? Er läuft vor. Am Handy hilft dir keiner, Marcel. Aber du bist doch ein großer Junge, das findest du doch ganz schnell. Du gehst auf... Blickst oben links auf dein Gesicht. Achso, ich habe wieder so eine andere auf Kontoeinstellung. Oh, nee. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe wieder so einen anderen. Ich habe so ein Streamer-Dings hier scheinbar. Wenn jemand zu FIFA gekommen bist, beziehungsweise dir das euch so gefällt. Boah, schwierige Frage. Jetzt in so einem Story-Game, sehr komplex, könnte ich eine halbe Stunde drüber reden. Ach, bei Präferenzen, Kontoeinstellung. Dankeschön, Patrick. Du, das spiele ich halt schon seit 93, hatte ich auf dem Nintendo mein erstes FIFA. Und weiß nicht, ich habe halt immer mit Kumpels viel gespielt, später mit den Patenkindern und so. War halt immer Fußball, Fußball. Hat sich so durch mein Leben gezogen, obwohl ich jetzt gar nicht so selbst der Fußball-Nerd war oder bin. Ich habe selber nie Fußball im Verein gespielt, sondern immer Handball. Unsicher. Einen Moment noch. Okay. Hier ist noch was. Ja, du kannst halt dich... Ah, noch eine Tarot. Cool, die Tante wird uns so dankbar sein. Du kannst halt als Community viel damit machen, ne? Turniere, Liga. Es gibt fast ein ganzes Jahr über Content. Also zum Streamen eignet sich so ein Spiel schon ganz gut. Und das hat sich so drum entwickelt, ne? Huh.
Weiß gesammelt Kratzspuren. Marcel antwortet jetzt nicht mehr, hat sich gerade in den Dark Mode verliebt. Ach, Werbung läuft. Ach, ey. Aber ihr habt alle einen Sub, ne? Das ist jetzt dieses mit diesen 90 Sekunden. Ja, sorry. Eine Minute noch. Fein Tarot-Sammler Tom. Und ohne Hinweis. Hast gefunden und? Ist Hammer, oder? Viel besser. Sei ehrlich. Naja, was soll's jetzt auch anders sagen? Los, jetzt aber. Okay. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Viel besser, aber ich kann das Spiel nicht sehen, wurde von Schild so geblieben. Okay, ja. Okay. Dark Mode ist ganz wichtig, Marcel. Okay. Hat Facebook übrigens auch, ja? Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Ich finde, du siehst den Namen auch besser und die Emotes und so. Das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich damit aus? Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Ah, okay. Der Techniker. Dann ist ja gut. War irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht. Wie klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, frag nur, weil du hinter so viele Spiele, ja. Was war mit dem Teil hier? Ein Staubfänger. Das liegt daran, dass ich schon so alt bin. Er sieht mitgenommen schon so lange aus, zocke. Ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln. Um zu hören, ob irgendjemand in Dark Mode eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum der vorhin das Telefon Hallo, aufgelegt hat. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das... Das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst... Klingt mal richtig scheiße, was ihr da sabbelt, SOS. Oder? Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Nein. Bärenschwarm? Bärenschwarm. Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Oh nee, es war richtig schlecht einfach. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ah, da krabbelt er. Ist wie ein Gollum, siehst du? Jetzt sieht er den mal richtig. Ruf doch mal den anderen, dass der den auch sieht. Ja, nur.
keine Antwort. Ich gehe mal zum Radio. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Der Rest der Betreuer. Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Jetzt hören die diese Typen ab. Oh, sie hören ihre Killer ab. Hast du ganz ohne Hilfe gefunden, die Karten? Ja. Wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Die haben uns gemeint. Natürlich haben die uns gemeint. Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck. Wie? Wir haben's verraten. Im verdammten Radio. Fuck. Ja, denn nur genau. Snake hat dir da die richtige Antwort gegeben. Die wissen, wo wir sind, Mann. Das ist halt schwierig, ne? Wenn du eine Community aufbaust um so ein Main-Game, dann wollen die halt auch immer das Main-Game sehen, überwiegend. Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Und da hast du halt mit so einem Sport-Game schon ein gutes Jahr über immer ganz guten Content. Warum warst du mich nicht, dass da draußen was ist? Muss ich Quicktime? Aggressiv? Entschuldigend, ich war nicht sicher. Nee, das passt gar nicht zu ihm, das Aggressive. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Ihr habt doch eine Shotgun, blastet das Teil doch weg. Brian? Ist das ein Bär? Nein. Bären springen nicht. Stimmt. Willi, schlaf gut. Bis morgen, ja. Aber schreib mir nochmal, was du für eine Fehlermeldung bekommst, dass du jetzt auf Twitch das andere Account... Nee, schieß nicht. Aber wäre vielleicht besser gewesen, ne? Ich wusste jetzt echt nicht, wohin. Was ist das? Fuck. Was? Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn da gut leben konnte. Ja, das ist... Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Nein! Drück die Taste! Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf! Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens! Geht in eine Hütte! Los, schnell! Oh, fuck, Mann! Das war aber cool jetzt mit der Durchsage. Aber die Türen sind doch überall zu. Weg aktualisiert. Okay. Oh, shit. Jeder Seins ist auch gut so. Ja, denn ist halt immer schwierig, ne? Was kannst du ja sagen, FIFA spielst du beruflich und den Rest privat. Wir töten es, genau. Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Was soll es sonst sein? Genau, knall jetzt ab, ey. Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit brauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Doch. Was bleibt uns denn für eine Wahl? Eben. Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so, ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir's. Rückkopplung. Okay. Okay, komm, Dylan, du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Ist das der Gerät aus dem Keller, was da unten liegt? Ruhig, dreh nicht durch. Ja, da gibt es scheinbar mehrere von jetzt. Marcel. Nicht durch, du schaffst das schon. Im Keller, das war ja der Prolog. Gut. Aber es war sicherlich auch so ein Viech.
Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Oh. Repariert. Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung. Jetzt nicht schon wieder sowas. Halt einfach durch. Scheiße! Fuck! Okay, okay, okay. Halt einfach durch! Oh nein, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Fuck! Nein. Nein! Ich habe gesagt, halt durch. Ich habe nicht gesagt, ich trenne es ab. Oh, shit. Oh nein. Oh nein, ich will ihm nicht die Hand absägen. Kettensäge Guido, halt. Ist ja nur ein Spiel, ne? Okay, wir müssen Munition sparen. Wir nehmen die Kettensäge. So, ist ja nur die linke Hand. Muss das sein? Ja, tu es einfach, los, tu es einfach! Boah, scheiße. Ich wollte das nie. Oh, Trophäe, nur eine Fleischwunde. Makaber. Hol das Kabel, hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Er muss doch erstmal die Wunde abbinden. Fest draufdrücken. Fest draufdrücken. Ich hätte den ganzen Arm abgesägt. Oh. Was muss ich tun? Die Taste, die Taste. Er schreit gar nicht. Ey, hallo, die Arme. Oh, es hat aber funktioniert. Lautsprecher im Arsch. Ey. Hat gereicht. So, seine Hand wurde gerade abgesägt. Er sitzt da, als wenn... Oder ist im Schock. Adrenalinschock. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig, richtig. Jetzt hab ich's gelernt. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Jetzt spielt der Pirat. Oh, weia. Ist es sicher? Fürs Erste schon. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Boah, weil das Pet hat doch so gerobelt bei der Kreissäge. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Ach, nix. Mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein, ich. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? So ist das mit Captain Hope wirklich passiert. Genau, jetzt wissen wir es endlich. Scheiße, Dylan, was ist das?
Das ist Emma, oder? Das ist die Einzige, die ein Bikini anhat, aber wie kommt Emma dahin? Oder? Wenn er laufen kann, ja, ist ein bisschen Quatsch. Das sieht nach Kapitelende aus, oder? Oh, und wir haben zwei Karten für die Oma. Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Der Teufel. Der Teufel. Läufst du mit der Hand? Zügellos, wie ein Schatten, ja, aber trotzdem, der dem Körper entrissen wurde. Da wird man auch ohnmächtig, auf, oder? Und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder hat einen. Selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Tarot ist auch sowas, was mich irgendwie immer fasziniert hat, aber sich mir nie richtig erschlossen hat. Zeige ich dir mehr. Mir sogar mal ein Tarot-Lehrbuch gekauft, aber mehr sehen. Zwei Zukünfte sind dort. Doch nur eine kannst du sehen. Wähle jetzt aus. Den Eremiten will ich sehen. Das ist Jonas. Ah, nee, Jacob heißt er, ne? Oh, oh. Sieht nach einem Finisher aus. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Genau, Ohnmacht. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Bling. Machen wir aber fleißig, oder?